Lieber Hans-Joachim Watzke, ich habe akuten Redebedarf und den stille ich in diesem Video. Denn die Gedanken, die kreisen in meinem Kopf. Da kann ich gar nichts machen, das passiert von ganz alleine. Und jetzt kommen mal wieder ein paar weitere Gedanken dazu und diese möchte ich in diesem Video ausspeichern, denn es geht um die Außendarstellung von Borussia Dortmund und diese ist mal wieder in meinen Augen absolut katastrophal in vielerlei Hinsicht. Denn unser CEO Hans-Joachim Watzke hat sich bei Amazon Prime im Rahmen des Champions League Spiels auswärts in Paris geäußert zum Saisonstart und hat gesagt, dieser sei nicht so holprig, man hätte ja 8 Punkte aus 4 Spielen geholt. Würde man das hochrechnen, liegt man am Ende bei 68 Punkten und dann ist man halt da, wo man immer ist. Ja, und das ist genau das Problem. Hammer. Das ist meiner Meinung nach auf so vielen Ebenen falsch, da sträuben sich mir die Nackenhaare. Wirklich, wo ist die Ambition? Wo ist Großdenken? Wo ist mutig sein? Wo ist forsch sein? Wo ist Ruhrpott-Mentalität sein und mal Kasala nach vorne preschen? Wo ist das? Das ist sauerländischer Realismus, würde ich jetzt mal sagen. Super, Hans-Joachim Watzke. Ja, wahrscheinlich hast du sogar recht. Wahrscheinlich wird es genauso kommen. Wir rechnen das einfach hoch, wir skalieren das einfach, holen dann irgendwie 68 Punkte und dann sind wir da, wo wir immer sind. Gesichert in der Champions League, wunderbar. Ja, vielleicht, Hammer. Aber ich kann nur einmal mehr sagen, wenn du immer nur realistisch denkst, wirst du das Unrealistische auch niemals erreichen. Wenn du dich selber limitierst auf, ja, dann sind wir doch da, wo wir immer sind. Dann bist du am Ende auch immer da, wo du immer bist. Wenn ich immer dieselben Lebensmittel esse, ja, dann habe ich immer den gleichen Körper. Wenn ich immer die gleiche Kalorienmenge esse, dann habe ich immer den gleichen Körper. Ja, wenn ich nie was anderes mache, aber andere Dinge erwarte, das wird nicht eintreten. Das hat Albert Einstein im Übrigen ja auch schon gesagt. Ja, es ist Wahnsinn, andere Resultate zu erwarten, wenn man immer das Gleiche tut. Nee, aber dann sind wir doch da, wo wir immer sind. Hammer. So wirst du aber keine Titel mehr an den Borsigplatz holen. Hammer. Ja, und dann sind wir doch da, wo wir immer sind. Deswegen haben wir es gegen Mainz auch verkackt. Und sind eben nicht Meister geworden, weil wir sind doch da, wo wir immer sind. Das ist einfach wieder ein Alibi in Richtung Trainerteam, in Richtung Mannschaft. Ja, reden wir alles wieder klein. Bayern München muss auch underperformen, ne? Und wir müssen stark overperformen, damit wir überhaupt in diese Situation gelangt sind. Ja, normal ist diese Leistung in der Rückrunde von Borussia Dortmund ja nicht. Ja, wir müssen ja erstmal overperformen. Vielleicht ist es ja auch overperformed, vielleicht aber auch nicht. Vielleicht war das einfach wirklich stark und vielleicht war das eigentlich das eigentliche Potenzial von Borussia Dortmund, was nur einfach direkt wieder eine Delle bekommt, das Selbstvertrauen und das Selbstverständnis, weil der CEO nach außen sagt, ja, da müssen wir erstmal overperformen. Also wenn ich jetzt Angestellter wäre und ich höre von meinem Chef so eine Aussage, nachdem ich irgendwie eine richtig gute Phase hatte im Job, nachdem ich richtig gute Sachen gemacht habe im Job und ich sage, jawohl, es läuft ja und ich bin im Flow. Und dann hörst du vom Chef, ja, da musst du aber erstmal über deinem eigentlichen Level sein, damit du das erreichen kannst. Sagst du, ja, danke für dein Vertrauen, Chef, Hammer. Das ist ja sowas von demütigend und das ist sowas von demotivierend und das ist sowas von kleingeredet und diese Aussage jetzt ist halt wieder nichts anderes für mich. Ja, dann sind wir doch da, wo wir immer sind. Ja, Hammer. Super. Können wir wieder Zweiter werden, wenn denn überhaupt, weil ich sag mal, die Konkurrenz schläft halt nicht. Wir müssen irgendwie überhaupt mal gucken, Richtung Champions League planen zu können. Mit einem Kader, mit Kaderkosten, was sowieso auf Kante genäht ist. Ich sag's ja nur. Wo ist denn momentan dieser 50, 70, 100 Millionen Verkauf? Wo ist er denn? Die Jungs, die wir potenziell dafür haben, liefern einfach nicht. Das heißt, momentan sind sie es noch nicht wert. So, verpassen wir die Champions League, verpassen wir richtig viele Einnahmen. Der Kader ist teuer, du hast nicht das Tafelsilber, um es zu veräußern. Das ist richtig auf Kante genäht. Aber nee, skalieren wir einfach hoch, 68 Punkte, sind wir da, wo wir immer sind. Und mehr wollen wir anscheinend auch gar nicht, weil da sind wir zufrieden mit. Dann sind wir da, wo wir immer sind. Wir sind der zweite Leuchtturm hinter Bayern, Hammer. Und der Anspruch ist die Realität und Realität ist der Anspruch. Aber Großdenken und einfach mal das Verrückte für möglich halten, nee, das sehe ich nicht, oder was? Und das ist genau das, liebe Leute da draußen, was mich an Hans-Joachim Watzke momentan so erzürnt, was mich so sauer macht. Er wirkt wie ein sehr realistischer, aber auch verbitterter alter Mann, der immer wieder solche limitierenden Phrasen raushaut als Geschäftsführer von Borussia Dortmund, was sich natürlich in die Ebenen darunter auch einprägt oder was, oder einbrennt bei denen, weil ja, der Chef, der sagt's ja, ja, dann sind wir da, wo wir immer sind, ja, dann arbeitest du auch unweigerlich so.
Das machst du ja nicht mal bewusst, aber das passiert doch alles auf unterbewusster Ebene. Ich verstehe das nicht und das tut mir weh, weil ich bin ein Freund von Großdenken. Ja, vielleicht sagen Leute um mich herum, das ist aber unrealistisch, das ist aber, jetzt wird aber größenwahnsinnig und so. Und weißt du was, das ist mir völlig egal. Und am Ende strafe ich sie Lügen, wenn ich es dann doch erreicht habe. Ja, wie hast du das denn geschafft? Ja, ich habe diesen Weg verfolgt, ich habe es einfach gemacht, ich habe an mich geglaubt, ich habe groß gedacht, ich bin mit diesem Gedanken abends ins Bett gegangen, ich bin mit dem Gedanken morgens aufgestanden und ich habe nach dem Höchstmöglichen gestrebt, jeden Tag, jede Sekunde. Das ist doch der Anspruch. Nee, skalieren wir. 68 Punkte, Hammer. Ich könnte kotzen, wenn ich diese kleindenkenden Geschichten höre. Ja, Aki, dann ist es an der Zeit, andere mit anderen Visionen, mit anderem Charakter einfach mal ans Ruder zu lassen. Weil so erreicht Borussia Dortmund auch niemals mehr. So werden wir niemals mehr erreichen, als wir in den letzten 10, 11, 12 Jahren erreicht haben. Punkt. Das wird nichts werden. Und dann geben wir wieder ein super Alibi, weil die Spieler sagen, ja was denn? Ich mach doch nur das, was der Chef gesagt hat. Ja, skalieren wir hoch, dann verlieren wir wieder, dann gewinnen wir mal wieder zwei, dann verlieren wir wieder eins, dann gewinnen wir wieder zwei, dann verlieren wir mal drei, dann spielen wir vier unentschieden, aber hochskaliert sind wir doch bei 68, hat der Chef doch gesagt. Da kann man sich super hinter verstecken. Man müsste sich mal messen lassen an mutigen Aussagen, das traut man sich aber nicht, weil wenn die nicht hinhauen, ja, dann krieg ich's ja ab. Ja, das will ich jetzt auch nicht meinen Kopf dafür hinhalten. Ja, aber was passiert denn, Aki? Wenn man mal mutig wird, was passiert denn Edin, was passiert denn Spieler? Es passiert doch nichts. Ja, dann bist du vielleicht mal ein bisschen das Gespött in irgendeiner Medienwelt. Ich habe auch gesagt, here we go, der Transfer kommt zustande, der jetzt nach Hoffenheim gegangen ist, der Berisha. Ich habe gesagt, der kommt. Ist er nicht gekommen, habe ich ein bisschen Spott für abgekriegt. Selbst die Ruhrnachrichten haben darüber berichtet. Ja, da war aber größenwahnsinnig. Ja, und geht's mir jetzt schlecht deswegen? Ja, haben sie recht gehabt, habe ich über mich selber gelacht, wunderbar, Thema ist gegessen. Es passiert doch nichts Nachhaltiges, es ist doch nicht schlimm, mal falsch zu liegen, ist doch nicht schlimm, mal mutig zu sein, ist doch nicht schlimm, mal nach vorne zu preschen, da ist doch nichts Schlimmes dabei. Aber wir sind lieber todesrealistisch und wenig mutig. Und dann resultiert das wieder in einem Spiel, wo Edin Terzic hinterher gegen Paris an der Seitenlinie steht und sagt, ja, wenn wir es jetzt nett ausdrücken, waren wir nicht mutig. Ja, aber hatten wir denn den Köttel in der Hose? Was im Übrigen aber nicht die taktische Ausrichtung war, sondern auch in dieser tiefer stehenden taktischen Ausrichtung in einem defensiven 5-3-2 oder 3-5-2 kann man mutiger sein. Also das ist nicht per se die taktische Vorgabe von Edin, das jetzt nur mal so am Rande, da soll es jetzt in diesem Video gar nicht drum gehen. Aber auch trotzdem kann man mutiger auftreten, aber dieser Mut wird ja gar nicht vorgelebt von oben. Wie willst du PSG schlagen, wenn du nicht mutig bist? Das funktioniert einfach nicht. Und da packe ich mir einfach wieder an den Kopf und meine neu eingepflanzten Haare fallen alle direkt wieder aus. Wahnsinn. Das musste ich mir jetzt einfach mal hier in diesem Video von der Seele reden. Lieber Hans-Joachim Watzke, liebe Geschäftsführung von Borussia Dortmund, liebe Spieler, liebe Funktionäre, das geht so nicht. Also wenn wir anders sein wollen, wenn wir andere Wege einschlagen wollen, wenn wir wieder auch andere Tabellenplätze haben wollen, wenn wir wirklich nach dem Höheren greifen wollen, und das nicht nur irgendwie so, ja, vielleicht, sondern wenn wir es wirklich wollen, dann müssen wir auch mal anfangen, so zu handeln und so zu denken. Bei jedem Einzelnen. Wenn ich das Mindset selber drin habe, dann verkörper ich das, dann lebe ich das vor. Und wenn ich das vorlebe, dann adaptieren das die anderen und dann greift jedes Rädchen ineinander und dann hast du wieder den schlafenden Riesen richtig wach geküsst. Weil wir müssen aufpassen, dass das, was wir uns mühsam erarbeitet haben im letzten Jahrzehnt oder auch mehr, dass wir uns das nicht mit dem Arsch wieder einreißen durch dieses Understatement. Den Gegner immer stark reden, es ist immer das schwerste Spiel, das nächste und es ist immer super und wir können immer viel über den Gegner erzählen auf irgendwelchen PKs, wie stark die doch sind, aber wir selber sind ja gar nicht so stark. Ja? Und wenn wir das erzählen, dann erzählen wir das nicht mit der nötigen Entschlossenheit, dass wir wirklich dran glauben und sagen, so, wir sind Borussia Dortmund und wir sind verdammt nochmal auch richtig gut, sondern kommt das so ein bisschen zögerlich und so ein bisschen, ja. Also wir wissen ja auch schon um unsere eigenen Stärken, aber der Gegner ist halt auch stark. Und so tritt man doch auch auf und dann auch 90 Minuten am Platz. Das bricht sich doch von ganz nach oben bis ganz nach unten auf den Rasen runter. Das ist doch ganz normal. So, und deswegen, wenn wir da irgendwie was anderes bewirken wollen, dann auch bitte anders denken, anders handeln, denn nur dann kann man auch wirklich was anders machen. Und ja, da kriege ich ganz viele Pickel und ich bin gespannt auf eure Kommentare dazu, was ihr dazu sagt. Zu diesem Statement von Hans-Joachim Watzke. Habe ich recht, habe ich Unrecht? Eure Meinung ist gefragt. Ich bin sehr gespannt. Ich werde es mir wie immer durchlesen, werde auch antworten und bin auf den Austausch gespannt.
In dem Sinne wünsche ich euch noch eine gute Zeit, einen guten Abend, Nachmittag, Morgen, wann auch immer ihr dieses Video guckt. Ich bin raus, auch wenn ich gerade schick angezogen bin und nicht in BVB-Kleidung. Das ist noch der Champions League geschuldet, ne? Und ja, wünsche euch eine gute Zeit in dem Sinne. Nur der BVB, aber nur der BVB. Bis dann, euer Toxi. Ciao.